Wieder mal angenehme kurze Wege. Von Globetraveler zu Knaus ist es gerade mal 5 Meter. Das ist schön für die Beine. Jetzt schaue ich mich bei Knaus noch ein wenig um. Boxlife 630 ME von Knaus. Wir schauen ihn uns mal genauer an, sobald wir rein können. Wie der Name schon verrät, ist das Fahrzeug über 6 Meter lang. Das kommt der Dinette sehr zum Vorteil. Der Tisch hier ist relativ breit, da essen 4 Personen sehr entspannt dran, ohne dass man sich mit den Tellern dauernd zuprostet. Die Küche bietet nicht ganz so viel Platz zum Arbeiten. Es gibt zwar links noch ein weiteres Aufklappbrett. Der Kühlschrank ist rechts oben angebracht, sehr rückenfreundlich dadurch, sehr leicht zugänglich. Vom Schauraum geht das durchaus in Ordnung. Wir haben 3 große Schubladen und dann noch links 3 kleinere. Was verbirgt sich hier von der Außenseite noch im Küchenblock? Hier hat sich Knaus noch ein lustiges Feature einfallen lassen. Die Schubladen von der Küche sind sowohl von außen wie auch von innen erreichbar. Gerade im Sommer fürs Grillen oder um Besteck zu holen. Man muss nicht immer rein und raus latschen und hat hier direkten Zugriff auf Zeug, was man drin wie draußen benötigt. Das ist natürlich eine lustige Angelegenheit. Der Kühlschrank hat eine gute Größe, Eisfach ist groß und auch der Rest, Kühlbereich, ja, ist überschaubar. Das Fahrzeug hat ein Raumbad, sodass, wenn einer im Bad ist, der Kühlschrank blockiert ist. Ans kühle Bier kommt man da nicht ran. Ich bin im Raumbad, habe es geschlossen, deswegen jetzt vielleicht auch etwas nicht ganz so tolle Akustik hier drin. Ich stehe hier mit ausgestrecktem Arm, somit hat man gut Platz zum Duschen, wie auch für die Toilette, Waschbecken. Wenn man Freund eines Raumbades ist, ist das eine schöne Sache. Für mich ist es einfach nicht so, ich kann mich damit nicht ganz so anfreunden. Von daher wäre das jetzt für mich keine Option, aber ein großes Bad ist es auf jeden Fall. Das Waschbecken ist gut erreichbar, ein Fenster an der Seite gibt es auch. Und auch zum auf dem WC sitzen ist genug Platz. Zum Duschen macht man einfach noch hier diesen Vorhang zu. Das geht ein bisschen schwer. Der ist magnetisch hier dann auf der Seite befestigt. Nach unten sieht das Ganze dann so aus. Es gibt eine eigene Armatur für die Duschbrause, die wiederum schön befestigt ist, fast wie zu Hause an einer Chromstange. Ist alles schön nass. Und hinter dem Vorhang hoffentlich alles schön trocken. Das Bett ist variabel hoch- und runterfahrbar, manuell dabei, ohne Stellmotoren, ohne alles. Auch in der Höhe beliebig arretierbar. Je höher natürlich das Bett ist, desto näher kommt man an die Schränke und die Liegefläche ist eingeschränkt. Wenn das Bett aber ganz runtergestellt ist, hat man sehr viel Liegefläche und Längsbetten. Eine große Klappe ist auch was dahinter. Unten Keller, oben große Schlafwiese und das Ganze in der Höhe variabel. Und je nach Stellung des Bettes hat man unter dem Bett mal mehr oder mal weniger Lagerfläche. Der Keller ist also auch sehr variabel. Der Knaus gefällt. Durch seinen hohen Kühlschrank ist dieser leicht zu benutzen. Das Bett im Heck ist wirklich variabel und eröffnet viele Möglichkeiten des Transportes. Man kann Fahrräder reintun, Waschmaschinen, man kann große Gegenstände reintun. Der Keller schluckt also einiges je nach Bettstellung. Das macht das Fahrzeug sehr variabel nutzbar. Die Küche ist ein bisschen klein, wenig Ablagefläche, Stauraum geht in Ordnung. Die Dinette dafür groß geraten, breiter Tisch, was das Dinieren angenehm macht.